Endlich wieder ein neuer Autobahnraser-Teil. Autobahnraser World Challenge, aber irgendwie, ich muss ja gucken, ob das Spiel funktioniert, irgendwie sieht das Spiel volle Kanne danach aus, als wenn es Autobahnraser 4 wäre. Aber das kam ein Jahr nach Autobahnraser 4. Waren die etwa so lazy, so faul und haben einfach nur... haben einfach nur stumpf, ja, das Dings genommen, ne? Den vierten Teil und einfach nur, keine Ahnung, einen anderen Titel drauf geklatscht und das war's. Weil irgendwie gibt's ja auch keine Fahrer, kein Video. Hä? What the fuck? Einfach nur irgendwelche Rennen? Sind das exakt die gleichen Rennen wie vorhin? Also wie im vierten Teil? Wähle eine Liga. Was? Beschreibung, lieber eins. Trainiere deine Fähigkeiten auf Straßen von Paris. Du musst nach zwei Runden mindestens Dritte werden, um diese Trainingsliga abzuschließen. Okay. Eine richtige Hauptstrecke von England, Frankreich. Wollt ihr die alle fahren? Warte, wir gehen mal zurück. 0 von 4, okay, also sollst du die mehr oder weniger fahren. Wähle ein Auto. Aber die Autos sind ja theoretisch auch dieselben, ne? Bloß, dass es jetzt eben keine Fahrer mehr dazu gibt. Wo ist die Fahrbänderkarte? Konnte ich das im anderen Teil auch? Ja, ich habe doch die komische Ische genommen mit dem Wagen. Hat die den Wagen gehabt? Ich glaube ja, ne? Ja, und ich muss wieder hier, total komisch, das Spiel läuft irgendwie nur im Fenstermodus, aber naja, das hat euch sowieso nicht zu interessieren, weil ich das da wegkroppe. Aber, ich stumpf, warum macht man sowas? Bringt man dasselbe Spiel nochmal raus, bloß schneide nochmal extra Sachen weg, das ist wirklich sinnlos, ey. Ist ja theoretisch auch total sinnlos, dieses Spiel nochmal zu spielen. Und wo ist denn das? Okay. Die Großscheibtaste ist NOS. Ich sag ja, eigentlich ist es total sinnlos, das Spiel nochmal zu spielen. Das ist ja exakt dasselbe, bloß mit weniger Inhalt. Ich glaube, das müssen sich auch einige wahrscheinlich damals gedacht haben, die sich das Spiel gekauft haben und dann vorher den vierten Teil gespielt haben. Denken sie auch so, hä, das ist doch exakt die gleiche Scheiße. Was ist denn das? Das ist das gleiche Spiel. Das Lustige ist, hiernach kommt noch Autobahnraser, das Spiel zum Film. Und wie ich da bis jetzt so einiges gesehen habe, ja, das sieht irgendwie auch ziemlich aus wie der Teil. Denkst du auch so, was? Wirklich? Nicht nur zweimal, sondern dreimal haben sie das gemacht? Wirklich? Scheuert, ey. Aber da denkt man auch so, da will ich das die Pleite zu gehen, ne? Woher sind die Pleite gegangen oder wurden die einfach wieder nur von irgendjemand anderen aufgekauft? Keine Ahnung. Gab's da eigentlich keinen Schwierigkeitsgrad? Gab es im anderen Teil noch Schwierigkeitsgrad, im vierten Teil? Weiß ich nicht mehr, schon wieder so lange her, dass ich das gespielt habe. Hätte ich ja alle nacheinander spielen sollen, ne? Aber, ja. So ist meine Autobahnraserlust auch wieder nicht. Hahaha. Autobahnraserlust. Die einzigen Autobahnraserteile, die ich ja jemals gespielt habe, waren der erste und der zweite. Oder der dritte. Da habe ich ja gut aufgehört, ne? Da, wo es schlecht wurde, so ungefähr. Weil der vierte Teil war jetzt auch nicht so geil. Naja, und jetzt spiele ich den vierten halt nochmal. Egal, ne? Kann man auch sagen, ne? Bei Trackmania spiele ich auch theoretisch immer dasselbe Spiel die ganze Zeit, aber. Also, wie sind es andere Strecken? Zwar immer der gleiche Wagen oder die gleichen drei Wagens, aber wenigstens immer andere Strecken. Hier sind das ja auch die gleichen Strecken, ne? Ja, vermute ich mal. Außer die haben vielleicht eine neue Strecke oder so gebaut für, keine Ahnung, das Spiel hier. Wenn überhaupt. Weil die Radiosender, die sind ja auf jeden Fall auch kopiert, ne? Weil, ja, die waren auch in deren Landessprache. Habe ich sowieso komische Videos vorhin gesehen auf YouTube. Mit Leuten, die irgendwie 15 oder noch mehr Sprachen können. Wo ich mir auch so denke, was, wirklich? Ach, du Scheiße. Da kann man gerade zwei Sprachen und die beiden nicht mal besonders gut, so ungefähr. Ja. Das ist ja lustig, wenn die ganze Zeit in 100 verschiedenen Sprachen reden. Und dann hörst du die auch Deutsch reden und dann schaust du wieder danach ein deutsches Video. Dann kommt es jetzt mal total komisch vor. Deutsch. Naja, für dich ist es Standard, ne? Aber naja, ist ja mit jeder. Mit seiner eigenen Sprache immer so, ne? Aus dem Land, wo man kommt. Also mit der Regel damit am wenigsten Probleme hatte. Obwohl in der Schule hatte ich eigentlich bessere Noten als in Deutsch. Ha, ha, ha. Gott, wo war ich denn gerade hin? Prost, gib Gas. Letzte Runde. Diese Musik, ey. Oh Mann, ey. Oh ja. Gratuliere, du hast diese Liga abgeschlossen.
Gratuliere, du hast Zugriff auf ein neues Auto. Wow, Wahnsinn. Du hast eine neue Rundenbestzeit aufgestellt. Ist das Wahnsinn. Wähle eine Liga. Oh, fertig, jetzt weiter. Nein, du musst wirklich jede Dings fahren. Das ist wahrscheinlich noch die gleiche Strecke, oder was? London West End UK. Ich habe keine Ahnung, wie die andere Strecke hieß. Aber irgendwie sieht das ziemlich danach aus. Geil, dass du auch immer mit NOS oder Nitro standardmäßig startest, ne? Naja, wie die vom Spiel, ne? Da hast du ja auch immer standardmäßig NOS ganz am Anfang. Wir waren gerade in Frankreich, ne? Hast bestimmt so gemacht wie im vierten Teil, war das ja auch so, dass die Strecken sich immer wiederholt haben, ne? So wie ich packe meinen Koffer und da kommen immer wieder dieselben Strecken. Das heißt, wir fahren jetzt vier verschiedene Länderstrecken und diese Strecken fahren wir dann bei der nächsten Liga dann auch wieder. Nochmal, wahrscheinlich dann nur mit mehr Runden oder so. Scheuer, die waren ja echt lazy. Und wie gesagt, es soll auch noch Knight Rider-Spiele geben von Davilex, die auch lustigerweise auch die gleiche Engine benutzt haben. Es gibt davon auch zwei Teile, wo ich mir auch wieder so denke, ist der zweite Teil dann auch wieder einfach nur der erste Teil bloß umgeskinnt so ungefähr? Keine Ahnung. Lustig, ich habe auch kaum Let's Plays zu dem Spiel hier gesehen, wahrscheinlich, weil die sich alle so gedacht haben, ne? Das Spiel ist sinnlos! Was war das? Muss ich mindestens Dritter werden? Und dann ist es auch absolviert. Bescheuert. Wo sammelt ihr ein scheiß Ding sein? Baut ihr gar nicht, ihr Säcke! Ihr könnt um wie viel mal wetten, dass die Typen hier sowieso nicht kaputt gehen können? Ach hey, ist egal, wo du links fährst oder was, ja. Na, nur in NOS ist hier, glaube ich, auf jeden Fall anders, ne? Kann das sein? Komm, im vorigen Teil war das so, dass du die ganze Zeit gleich... Boah, fickt euch doch. Ja, schön, dass ihr da ruft, ihr Hurensöhne. Komisch, die ganzen NOS-Dinger nehmt ihr nicht mit, ne? Ihr nehmt immer nur die Reparaturteile mit. NOS einfach durch, ihr Ponzen aus dem Weg. Ihr könnt auch nicht besonders gut fahren. Und ich fahre auch gerade nicht besonders gut. Naja, die Kunst ist, die CPU-Gegner ja so möglichst menschlich zu bekommen, wie es so geht, ne? Aber entweder die fahren wie Idioten oder die fahren einfach wie auf Schienen. Wie wenigstens kriegen es denn die Dinger so gut zu programmieren, dass sie, ja, vorkommen wie menschliche Gegner, ne? Ah, Gott. Und NOS ist extrem wichtig, ohne NOS hast du echt gar keine Chance, ey. Kommst ja nicht mal im Leben hinterher, ey. Alles nur, weil ich in ein Auto reingefahren bin. Mal wie so einen Typen holen, ey. Oh, schneller! Du hast Steuige bestraft zu Landtag. Oh, rollt euch das Ding durch. Ich muss ja nur mindestens Dritter werden, ne? Das ist halt eklig, wie das Auto sich hier lenkt, ey. Aber nicht so schlimm wie im zweiten oder dritten Teil. Da war es ja noch gewöhnungsbedürftiger. Naja, ja, sammel die ganzen Schraubenschlüssel mit ein. Na, nur Dritter, aber ich glaube, das reicht. Ich muss hier nicht unbedingt Erster werden. Genau, jetzt denke ich hier, jetzt kommt bei der komischen Hintergrund-Drum-Musik, denke ich mir, das ist Bloody War, genau, mit dem... Bloody War. Also ziemlich das einzige Beat, das ich gespielt habe. Hä? Muss ich von vorne anfangen oder fahren wir jetzt? Wirklich? Jetzt fahren wir nochmal die Frankreich-Map? Das ist dumm, ey. Oder muss ich die jetzt nochmal fahren, weil ich eben gerade so schlecht war? Ich habe keine Ahnung. Fahren wir das Coverpack-Spiel jetzt schon? Oder was? Gott, die waren auch wie bekloppt, ey. Mann, verpiss dich doch, ey. Hör auf, immer mehr reinzurammen. Mann, verpiss dich! Nervbolzen. Toll, ich muss hier wieder hier nach vorne kommen. Der einzige Weg, hier nach vorne zu kommen, ist Dauernossen. Jetzt muss ich nur die Strecken kennen, wann ich Nossen kann. Und die Polizei steht in dem Spiel auch nur zur Deko rum. Scheuert, ey. Ja, das ist der perfekte Zeitpunkt, wieder ein bisschen Pläuschen zu machen, ne, über Sweelife und so, ne? Ha, ha, ha. Ja, ich habe keine Zeit, über Sweelife zu reden, weil ich im Sweelife keine Zeit habe.
So ist das. Deswegen muss ich mich ja mal wieder ein bisschen schwingen, ne? Let's Play schon machen. Und dann wieder so ein komisches Spiel. Aber diese Nischenspiele generieren meistens, fick dich, ey. Meistens mehr Aufrufe als eben die, Standardspiele so ungefähr, ne? Wo ich mich momentan echt wundern muss. Nostia auch, oder was? Wo ich mich momentan sehr wundern muss, wo die ganzen Aufrufe herkommen von... das kriege ich nicht hin. Von Heroes Might and Magic 3. Ich lade ein Video hoch und auf einmal das Ding irgendwie 100 Aufrufe. Aber keine Bewertung oder sonst irgendwas. Und laut YouTube kommen die irgendwie aus... Ja, aus Google, von Google, ne? Aus der Google-Suche. Und ich war so, nach was suchen die denn, um auf mein Video zu kommen, hä? Warum klicken die da drauf? Suchen die nach irgendwas Bestimmten? Keine Ahnung, aber die scheinen auch nicht irgendwie was anderes zu erwarten, weil die setzen keinen Daumen runter. Und auch keinen Daumen nach oben, also... Hä? Oder bin ich einfach zufalls auserkoren worden von einem Bot? Keine Ahnung. Schön, wie das Spiel rumgrafisch fehlert. Aber naja, das Spiel kam ja zum Zeitpunkt raus, wahrscheinlich als eine GeForce 4 aktuell war. Oder wann kam das Spiel nochmal raus? Ich hab's schon wieder vergessen. Was lustig war auch, ich wollte ja alle Autobahnraser nacheinander spielen, das heißt, der jetzt wäre im nächsten an der Reihe gewesen. Aber dann dachte ich mir so von wegen so, ja, such schon mal im Internet nach einem Download von dem Spiel hier. Ja, irgendwie nichts gefunden, ne? Nix. Überhaupt nichts. Na, dann nicht. Ich glaube, ich habe nur ein PS2-Image von dem Spiel gefunden. Wo ich mir auch so dachte, ja toll, kannst du auf Emulator spielen. Oh, das ist selbe, ne? Das muss ja PC-Version sein. Muss die PC-Version sein. Verpiss dich. Blöder Typ, ey. Mal rammen die mich weg. Boah. Oder die Steuerung rammt mich weg. Genau, aber das Lustige ist, dann habe ich das bei eBay gesucht. Das Spiel, das haben auch einige verkauft. Und einige haben eben auch Computer mit Spiele verkauft, mit dem Spiel drauf. Da dachte ich mir so, die Ausgabe ist von 2005. Es könnte ja eventuell sein, dass ich die habe, ne? Da habe ich meinen CD-Spindel durchsucht mit den ganzen CDs. Und glaubt es, ich habe sogar die Computer mit Spiele gehabt mit dem Spiel drauf. Also, konnte ich mir alles sparen, habe das einfach nur auf die Festplatte kopiert, das Spiel. Und jetzt spiele ich es. Du hast eine neue Runde. Ja, schön, toll. Hier frage ich wenigstens, wie gewinne ich wenigstens? Berlin, Deutschland. Gerade bei den kleinen Hänger denke ich mir wieder so, bitte nicht abstürzen, Spiel, bitte nicht abstürzen. Richtig, du musst sofort an diesen Pennern vorbei, ey. Arsch. Jetzt bin ich auch die ganze Zeit durch, und aus dem Penner, ey. Muss ich da überhaupt hin? Toll, ich muss da rechts. Klar, dass ihr viel schneller seid. Ja, steigen. Da denkt man, ich habe Heilvorteil. Nee, habe ich nicht. Naja, Spiel ist ja auch deutsch gewesen. Das kam ja auch wieder unter einen anderen Namen in anderen Ländern raus, ne? Aber irgendwie soll das auch so ein Zusammenmix sein, hier irgendwie zwischen London-Racer, USA-Racer oder so weiter. Soll die auch mit drin sein. Wo ich mir auch so denke, okay, ist dann London-Racer nur die drei London-Strecken, die sie haben in dem Einspiel drin? Oder was soll ich mir noch da vorstellen, dass die dann alle in dem Paket sind und dann sind theoretisch die Levels, die wir alle kennen? Ich habe keine Ahnung, was da wie Lex damals verzapft hat, aber wahrscheinlich möglichst viel Geld zu generieren und möglichst wenig Aufwand zu haben. Ja, anders kann ich mir ja nicht vorstellen, ey. Die Bremse ist auch für den Arsch bei dem Auto. Konnte ich die nicht so ein bisschen tun, die Autos? Im vierten Teil? Ich weiß gar nicht mehr. Dort stehen seit heute Morgen unauffällige Schwachen. Die Schnappschüsse zu überhöhten Preisen schießen. Ich glaube, das sagte er ja auch im Autobahn Raser 4. Und immer das hat er umgeändert. So, wieder durch noch. Und diesmal, wir wissen, hier rechts fahren. Oh, super nass. Mann, wie schnell ist der Typ denn unterwegs, ey? Fährt wie auf Schienen, der Penner. Ja, genießen wir das Ambiente. Ich darf auch mal gelegentlich die Fresse halten. Ist zwar ein Let's Play, aber man muss ja nicht die ganze Zeit dauerreden, ne? Über ein Waterfall. Kann sich höchstens über die scheiß Steuerung hier aufregen, ey.
Okay, lenkst du so ein bisschen zu weit nach rechts ein und schon schlittert der Wagen dir weg. So, ja, du musst aber die ganze Zeit Dauernossen. Oh, ich fahr da wieder rein, du Wichser. Arschloch. Oh Gott. Soll das Scooter-Musik darstellen? Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Mann, verpiss dich! Hau ab! Hau ab! Na Gott! Ja, Ziel! Werden hier eigentlich Punkte zusammengezählt oder so? Du bist der Sieger. Bin ich das? Na, das ist gut. Beste Rundenzeit, Liga 3, 3. Doch, hier wird es mit Punkten gemacht. Okay, ich habe 10 Punkte und ja, der andere hat 8 Punkte. Gratuliere, du hast Zugriff auf ein neues Auto. Frage ist, das Auto besser? Jetzt darfst du noch mehr fahren. Washington, die erste Rennen auf Zeit. Du musst das Zielzeit oder bieten die Aktzeit. Okay, einfach nur Zielzeit. Wähle ein Auto aus. Ah, ist das Auto schneller? Ich glaube mal nicht. Oh Gott, was sind das alle hässliche Farben, ey. Hässlich, hässlich. Radio Freedom. Ja, ja, gleich die ganzen Klischees wieder auspacken, ne? Stimmt, die haben einfach nur... Oh Gott, lässt sich das... Oh Gott! Junge, 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 das Auto lässt sich aber richtig scheiße lenken, okay? Einzig gut ist, sind die, dass die Wagen sich anders steuern, ne? Der scheint aber auch irgendwie ein bisschen schneller zu sein. Aber heilige Scheiße, lässt er sich scheiße lenken, ey. Du lenkst ein bisschen zu stark ein und schon drehst du dich. Aber hallo, ich spiele mit einer Tastatur, nicht mit einem Lenkrad oder mit irgendwas analogmäßigen. Naja, ich glaube, das unterstützt das Spiel wahrscheinlich sowieso nicht mal. So, mal gucken, auf 1,25 schwer ist in dieser Map. Ich glaube, die Map, die gibt es wirklich nicht. Die war wahrscheinlich in den USA-Teil drin gewesen. Also doch nicht alles recycelt. Boah, phänomenal. Aber bestimmt bei dem nächsten Teil, Autobahnraser-Spiel zum Film. Da haben sie wahrscheinlich wieder alle Strecken recycelt. Oder vielleicht haben sie mal wieder Autobahn reingetan, hä? Autobahnraser, hallo, hallo. Es ist gut, dass die Bullen nicht wegnehmen, selbst wenn man da mit 5 km/h vorbei rast. Weißt du, auch nicht schlecht wäre, wenn ich hier irgendwie so eine kleine Minimap hätte oder so, damit ich wüsste eben, was auf mich zukommt, ne? Aber wenn er nach rechts geht, nach links geht, nein, wir möchten uns immer nur an den riesengroßen gelben Pfeilen orientieren. Und ich sehe gerade, tick-tack-tick-tack, zeigt mir knapp, wo ist das Ziel? Da. Geschafft, obwohl ich am Anfang verkackt habe. Sieger. Scheiß Musik, ey. Gratuliere, du hast diese Liga abgeschlossen. Ja, wir sind gegen die schnell. Du hast Zugriff auf eine neue Strecke. Oh ja, Duell, als wenn jemand anderes mit dir das spielen möchte. Zeit aufgestellt. Wähle eine Liga. Ist auch so komisch, dass ich spiele das jetzt die ganze Zeit in so ein 16 zu 9 gestreckt. Aber ihr seht es natürlich im 4 zu 3, weil OBS das zum Glück richtig aufnimmt. Zum Glück. Nvidia spackelt da ein bisschen dran rum, aber naja, es ging auch so halbwegs. Aber wer hätte es gedacht, das Spiel ist nicht Multi-Monitor-kompatibel. Weil der benutzt immer meinen Bildschirm Nummer 1 und das ist mein großer Fernseher. Und auf den jetzt das komische Spiel zu spielen, wäre ein bisschen komisch. Gerade weil das da noch komischer aussieht. Egal.